Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Green Hell. So, ich habe die Falle jetzt scharf gemacht. Ich weiß auch, was da reingehört, natürlich ein Pfeil. Die Falle soll scharf sein. Okay, ich habe mich gerade selber abgeschossen, das wollte ich nämlich auch mal testen, ob das überhaupt geht. Ja, man kann sich durchaus selber abschießen. Ich glaube, ich werde das nochmal laden, weil ich werde das, glaube ich, gleich ganz böse verrecken. Die Frage ist, wo ich jetzt den Kratzer haben tue. Da. Dann vielleicht kann ich ihn noch verbinden. Vielleicht kann ich noch mein Leben retten. Schauen wir mal. Mit ein bisschen Glück. Also man muss da ganz schön aufpassen. Die Falle kann ich jetzt scharf machen. So. Die Falle ist scharf. Ein Pfeil kommt rein. Wenn dann jetzt hier jemand vorbeirennt, kriegt er mal einen Pfeil Vollgas ab. Auch uns selbst, jetzt wohlgemerkt. So. Es ist, glaube ich, schon wieder Nacht geworden. Ich muss meine geistige Gesundheit hier ein bisschen aufpeppen. Ich hoffe, ich sterbe jetzt hier nicht. Das wird mir nicht gefallen. Energie brauchen wir auf alle Fälle. Ich werde jetzt mal eine Kokosnuss hier schlachten. Ja. Zack. Die werden wir jetzt mal sammeln. So, da müsste noch eine sein. So. So. Das Kokosnuss-Fruchtfleisch. Werden wir mal essen. Kohlenhydrate und Fett gibt es einen Haufen. Das ist neu übrigens. Und hier. Ich glaube, die machen wir jetzt mal kaputt, weil wir überhaupt keinen Platz haben. Passt. Wir sind am Überleben. Das ist schön. Bitterholzblüten kann man herstellen. Na, so nicht. Okay. Lassen wir sie liegen. Es ist stockfinstere Nacht. Wir werden uns mal hinlegen. So. Und dann schauen wir mal weiter. Ich glaube nämlich nicht, dass wir diese Lehmhäuschen noch schaffen in diesem und im nächsten Part. Also so ein Lehmhaus bauen. Vielleicht mache ich ein ganz kleines, dass man sieht, wie es ausschaut. Das können wir machen. Das können wir probieren, sagen wir so. Ich hoffe, das geht sich auch aus. Wir haben noch eine Stunde alles zusammen. Ich hoffe, das klappt. So, aufwachen bitte. Wir sind schon wieder am Sterben. Das ist ja regelrecht anstrengend. Gibt es vielleicht Bananen? Das würde mir jetzt gerade sehr helfen. Aber nicht eine, ne? Ah. Na, Gott sei Dank. So, Pilze, glaube ich, gibt es jetzt auch gerade keine. Klapperschlangenfleisch, wir haben jetzt Essen. Einmal, zweimal. So. Die Lagerfeuerasche nehmen wir mit. Das nehmen wir alles mit. So. Dann haben wir mal ein bisschen ein Überleben. Okay, also mit dem Rochen müssen wir aufpassen. Der bringt uns nur um. Da mit der Falle muss ich auch aufpassen. Jo. Krabben. Also hier schwimmt der Rochen. Na, was dreht denn hier gerade durch? Keine Ahnung, irgendwas ist gerade am Durchdrehen. So, den Bogen. Jawohl. Die Krabbe ist unser. Sehr, sehr gut. Dann brauchen wir noch mehr Fleisch. Nach Möglichkeit. Okay, da sind wir voll. Der Stock geht noch. So. Da vorne ist nur ein normaler Stein, glaube ich, ne?
Na, aufsammeln bitte. Ja, ein großer Stein. Mehr ist das hier jetzt nicht. Aha, da hätten wir wieder einen Ureinwohner. Der gehört eigentlich ausgerottet. Das heißt, ich muss mal kurz speichern gehen. Und dann versuchen, da werden wir probieren, ihn umzubringen. Ich hoffe, der bringt uns nicht um. So, mal nächstes wie heim. Dann hier gleich mal ein neues Lagerfeuerchen aufgestellt. Zack, 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 zack. Geht schon? Bauen. Ah, jetzt. Nein, doch nicht jetzt. Tak, tak, tak. Da fehlt uns noch ein bisschen Stöckchen. Da haben wir ein Stöckchen. Da haben wir kleine Stöckchen. Das wären große Stöckchen, nicht schlecht. Stöckchen und Stöckchen und kleine Stöckchen. Ja! Ein Pilz. Ich dachte, ich höre einen Jaguar. Na, na. Okay. Das wird so nix. Schade. Wir haben einen Egel dafür eingefangen. Das ist super. Da kommt Freude auf. Ja. Hä? Dachte ich schon, da wäre eine Biene oder so. So, Stöckchen, Stöckchen. Passt, dann werden wir Feuerchen machen. Einmal benutzen. Dann hier benutzen. Ja. Ein Blutegel ärgert uns auch. So, und dann werden wir die Krabbe braten. Und den Pilz aufs Trockengestell legen. So. Dann brauchen wir was gegen den Blutegel, der uns hier ärgert. Beim Fuß scheinbar irgendwo. Da ist er. Tschüssi. So. Dann brauchen wir was für unsere geistige Gesundheit. Stellen wir uns ein bisschen ans Lagerfeuer. Ja. Und wir brauchen was zu essen. Ich möchte auch wieder zurück in unser neueres Lager da hinten, ehrlich gesagt. Aber hier ist es halt auch sehr schön. Da war jetzt gerade der Stamm im Weg, ne? Oh doch, wir haben ihn erwischt. Das ist das erste Mal, dass wir einen Leguan erwischen. Schau mal, was er für uns hat. Leguanfleisch. Obwohl, er nimmt eh. Manchmal ist es buggy. So, Leguanfleisch. Würde ich sagen, hängen wir gleich mal auf. So und so. Schade, ich denke immer, es gibt hier, es würde hier eine tolle Rüstung geben. So, die verputzen wir gleich. Sehr gut. Wie schaut man aus? Trinken wird auch so ein Thema sein. Oh ja, wir sind durstig. Ich habe jetzt aber keine Ahnung, ob wir jetzt Wasser kochen müssen. Wasser schmutzig.
Leer. Verschütten. Verschütten. Nehmen. Leer. Das verstehe ich nicht. Trinken. Verschütten. Verschütten. Das bleibt schmutzig, ne? Wenn ich jetzt das trinke, kriege ich wie eine Lebensmittelvergiftung. Also Parasiten, so waren es genau. Komme ich nicht so ganz mit. Regnen tut es nämlich auch nicht mehr. Ich beschwere mich die ganze Zeit. Na, einmal regnet es zu viel, dann regnet es zu wenig. Ja. So. Gut. Was wollte ich bauen? Palmdach, Bananendach. Nein. Ich möchte ja gerne diese Lehmgeschichte hier versuchen. Lehmschuppenwand. Okay, brauchen wir da vielleicht mal zuerst ein, hoppala, eine richtige Wand wahrscheinlich. Den Lehmkamin. Lehmfensterdach, Lehmwand. Das ist die Frage, ob man für eine Lehmwand auch so ein Gerüst wie das hier braucht. Da war es aber ganz kurz weiß, ne? Na, das schaut nicht so aus. Da muss ich kurz mich schlau machen. Ich bin schon weg. Alter! Wo ist denn der Scheißkerl? Alter, ich krieg noch ein Herzpatschen, echt. Geht er direkt auf mich zu? Und jetzt? Ist er jetzt weg? Hä? Jetzt ist er weg. Da wäre gut, hier auch noch so eine Falle aufzubauen, ne? Jetzt ist er weg. Okay. Muss ich das jetzt verstehen? Ich glaube nicht. Gut. Tun wir noch ein bisschen was für unsere geistige Gesundheit. Ich stelle mich da besser so hin, dass ich auch unser Lager ein bisschen im Überblick habe. Ich will jetzt was bauen eigentlich, ne? Aber Lehmziegel, Lehmdach, Lehmwand, Lehmschuppen. Also ich glaube schon, dass ich zuerst einmal so ein Gerüst hier brauche. Den Rahmen. Bin ich mir eigentlich recht sicher. Ich glaube, ich will es auch so dazu bauen. Geht sich noch eins aus? Oder machen wir nur das eine, ist gleich besser. Was ist jetzt schon wieder? Müde und essen. Ich habe nichts zu essen, ich werde jetzt sterben schon wieder. Mann, ey. Und diese blöden Parasiten wieder. Ah, bin ich schon wieder tot. Ach, das ist anstrengend, echt. Das ist richtig anstrengend. Vor allem irgendwie.
So. Na, würdest du bitte trinken, sammeln? So. Dann essen wir das Fruchtfleisch hier. Sammeln. Essen. Essen. So, sind jetzt dafür die. Na, sind eh da. Zerstören. Zerstören. Waschen muss ich mich jetzt auch mal. Puh, das ist wieder Arbeit, ne? So, also waschen. Nochmal waschen. So, dann habe ich was noch. Oh, hier brauche ich eine Nadel mit Verband. Dann habe ich Parasiten. Ich kann nichts dagegen machen, weil es nichts Gescheites zum Essen gibt. Hier habe ich auch keine passenden Pilze. Aber vielleicht. Ach Gottchen. So, vielleicht hier irgendwas. Kann ich die essen? Na. Vielleicht. Das eine Blatt ist weg, was ich mal hatte. Ja, dann sterbe ich sowieso, ist eh vorbei. Ach Gottchen, ich krieg das einfach nicht hin. Das ist unglaublich. Das ist unwahrscheinlich. Es gibt auch nichts zum Saufen. Es ist unglaublich. Sammeln. Meine eisernen Reserven hier verbrauchen, ne? Essen. Essen. Zerstören. Zerstören. So, ist jetzt dann mal Ruhe hier. Boah, diese Parasiten im Bauch, ne? Da drüben gäbe es Pilze, aber ich glaube nicht, dass das die richtigen sind, die ich jetzt brauchen würde. Ich werde es jetzt aber trotzdem mal essen. Einfach, damit wir was im Magen haben. Ach. Das Überleben ist schon anstrengend. Na, danke. Einmal trinken. Einmal sammeln. Dann, ich kann mich schon wieder waschen gehen. Einmal waschen. Zweimal waschen. Ich habe fünf Parasiten im Bauch. Schön. Ich habe das Gefühl, das wird immer mehr. Ameisen haue ich mal weg, die bringen sich nichts. Das ist echt anstrengend. So. Ich bräuchte nämlich einen Pilz von dahin, also einen bestimmten Pilz, diesen orangen, ne? Das. Boah, Spinne. Da war gerade wieder eine, man hat's gehört. Aha, hier wird sie kaputt. Die Blüte. Ach Gottchen. Da ist sie. Was denn jetzt schon wieder? Ach, geh komm, der bricht immer zusammen. Der ist auch so schlecht beieinander.
Und der ist immer hungrig. Ach, ich glaube, ich frage da nochmal. Ach ja. So, die haben wir jetzt auch. So. Keine Ahnung. Ich hätte jetzt halt bestimmt die Pilze gebraucht. Unbekannte Früchte hätten jetzt auch geholfen. Tja. Ich fürchte, das wär's, ist es jetzt gewesen. Ich wäre noch mit die letzten. Mit dem letzten Rest an Lebensfreude noch versuchen, hier durchzukommen. Wenn wir noch einen Part schaffen, dann hätten wir die 30 voll. Weil das mit dem Bauen, glaube ich, kann ich schon vergessen. Oh, das Lagerfeuer wird kaputt. Das kann man nicht zulassen. So. Was war das jetzt für ein komisches Geräusch? Alter, ne? So, einmal Spinnebraten. So. Und ich lege mich jetzt mal hin und warte auf den Tod. So. Ja. Tja. Es ist halt ganz schön hart, muss ich sagen. Auch, dass man sich permanent waschen muss. Ich meine, man kann sich ja nicht alle 5 Minuten waschen hier. Was ist denn? Rüst dich aus, ha, bitte. Dankeschön. Das wird auch nichts bringen. Ah, doch, wir haben ihn. Okay. Sammeln. Sehr gut. Aber jetzt sind wir eh tot. Da hilft mir jetzt eh nichts mehr. Vor allem, weil das Feuer ist aus. Ja. So. Upsala. Noch als letzte Geste, bevor wir verrecken. So, er geht doch zum Fang. So, jetzt werden wir gleich sterben. Jawohl. Und tschüss. Ich bin jetzt auch gerade am Überlegen. Na, bringt ja alles nichts. Ich werde auch den. Ach Gott, ich weiß nicht, wie ich machen soll. Ja. Ich bringe jetzt einmal was zusammen zum Bauen, verstehst? Weil ich jetzt permanent krank bin und nur mehr am Verrecken. Das ist übel. Ich glaube, das ist jetzt eigentlich das Dead End. Weit bin ich nicht gekommen. Ich habe es nicht mal geschafft, euch das Lehmhaus zu zeigen. Schade. Vielleicht geht es ja auch nur mit einem Bambusgestell. Das könnte auch sein, dass man das nur mit dem bauen kann. Oder es ist alles zusammen noch ein kleines bisschen buggy. Das könnte auch sein. So. Ich probiere jetzt nochmal den Rochen zu fangen.
dass inzwischen was trocknen kann, weil momentan sind wir noch gesund. Ich muss nur schnell klupschen, wo der jetzt schwimmt. Ach komm, Schlaffi. Jetzt haben wir ihn. Ein bisschen Schaden muss er halt auch kriegen. So, sammeln. Das heißt, der Stecken, den Knochenspeer, den wir hier haben, der ist eindeutig zu schwach. Der macht zu wenig Damage, deshalb können wir so schlecht die Beute hier erlegen. Muss man auch mal wissen. So. Ich werde jetzt probieren, ein Stückchen Fleisch hier zu machen. Vielleicht machen wir beide hier. Ja, da tut sich was. Passt. Dann werden wir schnell noch das Lagerfeuer versuchen zu retten. So. Während das schön vor sich hin brät. Ja, schneller gehen tut es auf alle Fälle. Trockengestell wirklich nur dann verwenden, wenn es nicht an Hungertod stirbt. Also kurz davor seid. Also einmal essen, Mahlzeit. Das gibt ordentlich Energie, ja. Das ist ein gutes Essen. Und nochmal. Was halt echt cool wäre, wäre jetzt endlich mal Wasser. Da müsste ich wirklich zurück zu unserem neuen Lager laufen, damit wir dort besser uns versorgen können. Das ist bald fertig getrocknet. Ich würde sagen, ich werde dann unseren Proviant noch auffüllen versuchen und dann werden wir zurückgehen zu unserem neuen Lager. Vielleicht kann ich dort noch was bauen. Ich hoffe es mal. So. Nochmal ein paar Stündchen pennen. So. So, das reicht. So, natürlich ist alles, was wir ja zum Trinken brauchen könnten, leer. Ich werde auch jetzt, warte mal, ein bisschen sortieren noch, ein bisschen optimieren nach Möglichkeit. Das möchte ich gern da oben haben. Kann ich das auch drehen? Perfekt. So. Aha, das hätte ich da noch dazulegen dürfen. So. Jetzt haben wir viel Platz. Jetzt will ich auch, ja, so, die ein paar Knochen mitnehmen, damit wir Knochenäxte bauen können, falls ich sie brauche. Lagerfeuer will ich nicht. Ich will ein Steinchen. Wäre noch gut, wenn ich das mitnehmen dürfte. Kann ich dieses trockene Blatt? Das werde ich da unten hin tun. Hier werde ich noch so zwei Steine mitnehmen. Lianen werden wir hoffentlich unterwegs finden. Es ist auch echt, was soll ich sagen? Es ist eigentlich schon arg, dass hier eigentlich, dass wir hier kein Wasser mehr kriegen. Komm, mach auf. Wie Leonard? Obwohl jetzt. Komisches Ding. Einmal trinken. Einmal sammeln. So, da werden wir nochmal eine kaputt hauen und dann hoffe ich, dass wir heil zu unserem Lager zurückkommen. Ja, die wenigstens. Einmal trinken. Und sammeln, sodass wir ein bisschen Proviant mitnehmen können. Die Bitterholzblüten nehme ich mit. Ja, so zwei Stück. Kohle werde ich, glaube ich, auch mitnehmen. Kann man das hier noch trinken? Da kann man was trinken. Wahnsinn. So, die Kohle nehmen wir mit. Zwei Stück habe ich jetzt mitgenommen.
Das Fleisch nehmen wir mit. So. Ein Feuerbrett, das hat nicht mehr Platz, okay. Warum eigentlich nicht? Das muss hier rein, ne? Boah, das braucht sehr viel Platz, ja. Das braucht sehr viel Platz. Ich hoffe, dass es nicht vonnöten sein wird. Okay. Essen haben wir hier ein bisschen was. Gut. Damit sollten wir zu unserem Lager gelangen können. Wird schon schief gehen, ne? Weil da gibt es ja auch die großen Fische. Vielleicht habe ich einfach einen Fehler gemacht. Ich hätte den, ja, ich hätte den vielleicht sammeln müssen, damit es besser klappt. Da kann durchaus sein. Ey, da wären die Pilze gewesen. Die für die Parasiten. Scheiße. Egal. Die essen wir jetzt trotzdem. Oder ich sammle sie. Ein zumindest. So. Passt. Dann hüpfen wir mal weiter. Da gibt es noch Stöckchen und Lianen. Die nehmen wir gerne mit. So. Hier gibt es Stöckchen und Lianen und noch mehr Zeug, weil mir ja mir ein Baum gefällt, ne? Weiß, wissen wir noch. So. Vielleicht gibt es hier auch Früchte. Und der Part ist auch zu Ende. Ach, herrje. Was noch cool wäre, wenn hier diese dünnen Bäume zu fällen und die mitzunehmen, das wäre auch nicht schlecht. Ich glaube, das mache ich mal. Dass wir hier so einen richtig schönen Stapel mitnehmen können. Das wäre sicher nicht schlecht. Und dann werde ich. Oh, das ist das Falsche. Und dann werde ich den Part beenden, glaube ich. So, da war einer. Und wo war noch so ein dünner Baum? Hier. Na gut, ihr Lieben, ich werde mal das hier sammeln. Die langen Stöcke. Und dann werden wir versuchen, zu unserem neueren Lager zurückzukommen. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!